Leg mich einfach in fremde Betten. Was hat sie denn im Kühlschrank? Was das Jim wieder gibt? Nur Fisch. Yes, Bread Milk. Kochen wir uns mal was. Nee, Spaß. Jetzt gehen wir mal wirklich raus. Ja. Gut, na dann. Look, I have told you this before. I'm not the champion anymore. Alright. I'm retired. I'm just a gym leader now. But, oh yeah, you were the strongest trainer in Tandor. So talented and young and beautiful. Why would you throw away my dead thing? Your fans still love you. I'm not interested in being famous anymore. I just want to live a normal life, run my gym, and not have to deal with creeps like you. Seriously, it's not okay to make copies of people's house keys according to Rangers. No, please, have you alone. And if you're alone, I promise, because you aren't allowed at my gym anymore. So get lost. Don't make me say it again. Aufdringliche Fans hier. Sorry, you had to see that. I'm not normally an angry person, you know. But once you win Tandor's championships, you can never escape it. Everyone knows your name. Sometimes it's enough to make me want to skip town, but then you would run in the gym. Speaking of that, I know you are here for the normal budget. Ach, das ist der normale Arena Orden. Okay, sie war mal der Champ der Region, na toll. Das ist ja der erste Arena Orden. Ich bin gespannt. I've made you wait long enough. Come meet me inside and show me your skills. Ja, meine Skills. Was das angeht, ich erkunde mal lieber erstmal noch die Stadt. Ja gut, guten Tag. Gibt's hier vielleicht jemanden, der mit mir kämpfen will? Es bot. You happen to be once a Pokémon trainer switcher. I recommend you here to change the Pokémon gym, then. Okay, der sagt dasselbe nochmal. Okay, was haben wir denn hier? Hallöchen. Ach, sind das die Pokémon Ranger oder was? Wen haben wir hier vor uns? Are you Pokémon Trainer starting to your journey? Then you should take this. Obtained full heal. Okay, das ist die Top-Beleber wahrscheinlich. Also Top-Genesung. Top-Gesund, wie man immer als Kind gesagt hat. It even heals confusion. Ach so, nee, das ist die nicht die Top-Genesung, sondern alles Heiler. Für alle anderen Attacken. Nicht für die KP, sondern für die, wenn du paralysiert bist und so weiter und vergiftet bist und schläfst. Hello and welcome to the No Touch City Pokémon Ranger HQ. Habe ich doch schon gesagt. Den Pokémon Ranger. Are you looking to take on admission? Sorry, but we are not accepting help from zivilen Leuten. This time, okay. Vielleicht bin ich Champion. We Pokémon Rangers are Tandor's law enforcement. Most big cities have a ranger center, but the main headquarters is in Real Beach City. Okay, die Hauptquartier ist in Real Beach City. Interessant. Und wer bist du? Do you have enough healing items for your Pokémon? Yeah, you should take some more. Obtain potions. Okay, ein paar Tränke noch geschenkt bekommen. Sehr gut. Ach, das war so eine Nurse Joy.
hier bestimmt anders genannt. Nur ist anders. Nein. Bestimmt nicht. Die Geschlechtsumwandlung hat sie noch nicht gemacht. Dass sie jetzt anders heißt. Badumts. Flachwitz des Todes. Ah, it's nice to be surrounded by me. Even in the middle of a big city. Ah, okay, sie liebt die Grünflächen hier. Oten. Oten ist auch ein süßes Pokémon. So, auch mal fangen. End of my barrier. I just even say it bad news. Okay. Auch so ein Wortwitz, den ich jetzt nicht verstehe. Ja, einige englische Wortwitze sind für mich relativ unverständlich. How do you pronounce Chinmunk? I say Chinmunk. Und Y is silent. Also Chinmunk. Chinmunk, okay, ja, so ähnlich. Chinmunk, okay. Und wenn wir es so aussprechen. Ich lerne erst noch. Route 2. Ein bisschen Pokémon-Training kann ich schaden. Gerade für Barrel. Ja, nein, für ihn nicht. Level 5 gegen Level 3. Ja, gut, das können wir. Das könnte was bringen. Das können wir schaffen. Scratch. Ja, bevor ich in die Arena gehe, muss ich jetzt hier wirklich. Ja, es wird auch auf Screen-Training hinauslaufen, aber ich fange jetzt hier schon mal an. Ich trainiere schon ein bisschen. Okay. Ja, Ticket ist jetzt hier ziemlich effektiv. Es ist jetzt, ja. Dann habe ich nur diese eine Attacke. Was ein Trick. Halt's durch. Back. Berries. Ah, so ein Mist, das wird doch nichts. Das kann doch nichts werden. So. Scratch. Na komm, ein bisschen was kriegst du hin. Halt's durch. Na, jetzt tausche ich mal. Morty, kann der mal kämpfen. So, Morty, du bist dran. Du bist Morty. Na komm. Nein, ich will nicht wechseln. Fight. Amber. Mach's an. Also nicht Amber wie der Bernstein, sondern Amber. Das Feuer wahrscheinlich hat irgendwas mit Feuer zu tun. Jups. Na komm, nee, heilen. Sehr gut. Wildes Pokémon. Oh, ein Oten. Das müssten wir jetzt irgendwo mal fangen. Aber das ist wahrscheinlich auch vom Chip normal. Aber nur Pokémon normal chippen. Nur noch normal chippen im Team. Das ist scheiße. Und Level 5 schon. Am besten wäre, wenn wir noch eine Entwicklung kriegen würden vor den ersten Orden. Und irgendwie das schon wahrscheinlich Level 15 und Level 16. Und halt irgendwie das Starter-Pokémon schon entwickeln. Das wäre wahrscheinlich das Level, was von uns gefordert wird, um die Arena zu schaffen. Jetzt tue ich nie. Okay. So, Medizin. Nein, keine Beeren. Die bringen hier nichts mehr. Medizin. Potion. So, nie. Was setzt du aus? Jetzt besiegt das jetzt einfach mal, weil. Ja, weil Erfahrungspunkte. Scratch. Das nächste können wir uns fangen. Oha! Das war ein Kritiker. Ja, gut. Das läuft jetzt gerade eher schlecht als recht. Ja, die Tränke bräuchten wir eigentlich noch für die Arena. Kaufen wir uns da mal. Hoffentlich haben wir dann das Geld dafür. Ja, das könnte jetzt knifflig werden. Battle Items, ja, die habe ich nie genutzt. Kein Spiel. Die
Battle Items, als die überhaupt jemand benutzt, ist X-Abwehr und X-Verteidigung und so weiter. Spezialverteidigung, diese ganzen Werte, das die haben noch nie wirklich irgendwas. Hat mich noch nie wirklich für interessiert. Na komm, das muss doch jetzt Erfahrungspunkte geben. Ah, ja. Gut, ab zum Pokémon Center. Da müssen wir nicht immer heilen. Müssen wir nicht immer unsere Tränke verschenken. Und doch hier direkt vom Pokémon Center. Ja, werden hier noch ein bisschen. Wird noch ein bisschen Zeit bei drauf gehen, dass ich ein bisschen Training mache. Das wird wahrscheinlich. Ich habe gehört, ab einem bestimmten Zeitpunkt geht das Level der Trainer dramatisch in die Höhe. Da wird es dann richtig schwierig sein. Es ist ja wirklich Training gefragt. So ein Trainer, den wir schon mal besiegen können. Fly to the Sky, meine beautiful Birds Pokémon. Okay, Birds Pokémon, na toll. Das ist jetzt natürlich der Vogeltrainer. Da bin ich jetzt mit Mini natürlich genau falsch. Und 5 Level drunter. Quick Attack. Das war klar. Und auch das war klar. So, Pokémon. Ja, Modi. Na komm. Das ist zumindest ein paar Erfahrungspunkte. Mein Shiny Modi. Da bin ich immer noch stolz drauf. Ein Shiny Starter. Sehr nice. Allein deshalb muss das Spiel ja schon weiterspielen. Das kann ich ja nicht einfach abbrechen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann abbrechen müssen, dass der Level zu schwer wird, also nicht dann halt. Wenn die Trainer zu brutal werden und ich dann einfach nicht mehr weiterkomme. Dann muss das einfach. Ja gut, wie wär's mit dem Trank? Medizin. Trank. Okay, auch der hilft nicht mehr komplett. Das heißt, wir sind schon in einem guten Level. Modis Flame Buddy. Brenner. Burn. Burn into hell. Nein, weiter kämpfen. Ja gut. Die Medizin will ich jetzt nicht einsetzen, denn da war ich gerade ein bisschen durcheinander. Los, Ember. Mach's alle. Flame Buddy. Das ist gut. Auch wenn ich besiegt bin, wird's weiter verbrannt. Das ist das Gute an Feuer Pokémon. Ein Brand wirkt auch noch nach dem Tod. So, ich riskier's mal. Quick Attack. Verdammt. Oh, ein KP noch. Sehr gut. Fast ein neues Level. Sehr gut. Ein bisschen Geld, was wir gebrauchen können. Okay. Ah, jetzt habe ich seine Nummer gespeichert. Seine oder ihre. Super Potion. Super Trank. Ja, wollen wir noch nicht zu weit rausgehen. Es wird dann die nächste Route zur nächsten Stadt sein. Wo wir jetzt schon hingehen. Das soll eigentlich nicht. Berries, ich habe noch eine Beere. Wird nicht viel bringen, aber ja, gut, okay. Nein. Na komm, das Level 4 Birby können wir doch irgendwie. Das werden wir doch besiegen können. Kämpfe hier bei Nacht. Kämpfe in der Wildnis bei Nacht. Na komm, Nini. Du schaffst das. Da gibt es gleich neue Level für dich. So, zack. Ein neues Level und einige Erfahrungspunkte. Okay, das sieht nicht gut aus. Scratch Mist. Ja gut. Das ist schlecht. Den würde ich mal lieber. Markus, ja, das ist Level 6. Ich könnte das schon hinkriegen. Level 4. Na komm. Fühl ich bei dem. Ja, neues Level für Markus wahrscheinlich noch nicht, aber. Ein paar Erfahrungspunkte.
Dicke. Na komm. Was, Alter, du bist. Das gibt's doch nicht. Na komm, ihr sollt angreifen. Nicht attacken, daneben gehen lassen. Angreifen. Zack. Ja gut. Na komm, Tackle. So, Birby besiegt. Nice. Level 6. Ja gut, das. Ja gut, Erfahrungspunkte. Das war noch kein neues Level. Und doch, war das jetzt für. Für Nini. Ja, Nini hat Level 6 bekommen. Sehr gut. Und jetzt fließt du mal. Ja, das werde ich im Offscreen-Training fortsetzen. Hier habe ich ja ein paar Grasflächen, die wir nutzen können. Ja, und in die Pokémon-Arena gehen wir dann im nächsten Part. Das werde ich jetzt noch nicht tun. Dann beginnen wir noch ein bisschen aus Friedensbruch. Schauen wir noch ein bisschen in die Häuser rein. Dann kommen wir in die Stadt bei Nacht und wecken immer noch andere Leute. Ich bin der größte Fan. Ich habe mir eine Kopie von deinem Schlüssel gemacht. Hallöchen. Ich bin der größte Fan. Ein größter Fan. Ever since I met Tycoon, my life has been so much better. I can't imagine a life without Pokémon. Okay. Tycoon. Trumpf. Gut. Und wo waren wir noch nicht drin? Das ist das Haus von der Arena-Leiterin. Ihr Nachbar. Hallo, ihr Nachbar. Hallo, junge Pokémon-Trainer. I can see you have a bright future ahead of you. Come back after you get more experience and I can teach your Pokémon some strong moves. Okay, nach dem ersten Ohren vielleicht neuen Attacken. Würden wir dran denken, hier nochmal vorbeizuschauen. Gut, wo sind wir noch nicht reingeplatzt? Hallöchen, Hausbesuch. Zimmerservice. Hi, hi. I'm the name waiter. I am the fortune teller of names. Sure, please wait. Oh, hier können wir den Namen unserer Pokémon bewerten, falls uns das doch nicht passt. Falls uns Mimlein nicht passt, können wir doch noch. Das ist weiblicher Name, das ist natürlich. Jetzt könnten wir den Namen noch ändern. So zum Beispiel. Dann. From now on, this Pokémon shall be known as Ninja. Ja. Der Namenbewertung. Ist aber ein großes Haus hier. Moved to no touch steel. Because I wanted to start a family with my friends. But she's. Having doubts. Ihr wohnt hier irgendwie in einem Durchgangsflur. Das ist halt. Ja. My friends wants to have kids, but I am not too sure. Not so sure. I just don't know if I am the immature, you know? Okay, die eine will ein Baby haben und dann dauert sie nicht, ob er ein guter Vater wäre. Das hatten wir doch schon mal hier. Hier wohnt ein Kind. Hey, you look like a trainer. So that means you collect Pokémon. I'm looking for a phone talk. If you do that one, I'll trade you my Barrage. Okay, ich habe ja noch keins. Das klingt nach einem keinen fairen Tausch. Ein Schaf-Pokémon gegen ein Frosch-Pokémon. Könnte ich eigentlich gebrauchen. So ein Wasser-Pokémon im Team. Das ist das, was mir noch fehlt. Gut, ins Einkaufszentrum brauchen wir erstmal nicht, oder? Wie sieht's aus mit unseren Tränken? Tränke. Potion. Okay, ja, vielleicht kaufen wir mal ein paar. Fünfer haben wir gerade noch im Team. Quatsch. Fünfer haben wir noch gerade im Beutel. Ich kaufe mal ein paar ein. Super Potion. Das kann auch nicht schaden.
Da ist mein Geld oben wieder alle. Vielleicht kaufe ich erstmal ein paar Potions. Davon nochmal 5. Okay, vielleicht. Vielleicht investiere ich dann doch in Super Potions. 3 Super Potions, dann ist mein Geld wieder alle. Das jetzt auch wirklich dann für die Arena benutzen. Sell, was können wir denn verkaufen? Pokéball. Die Bären können wir verkaufen. Ja, haben wir noch nichts Großartiges, haben wir noch keine Nuggets oder so weiter, was wir verkaufen könnten. Gut. Das können wir nur von vorne lesen. No Touch City, Sebastian City in the Mountains. Okay. Ja, hier gibt's noch einen X-Attack. Ja, das sind diese Kampf-Items, von denen ich geredet habe. Habe ich nie wirklich eingesetzt. Ja, was passiert eigentlich hier? The Thunder Underground ist. The Thunder Underground ist a high-speed train that connects this all around the region. Okay, und das ist gerade versperrt. This is so exciting. They will be opening the No-Torch Metro Station soon. Now it is open. I can finally leave the city. Okay, die stehen ja dann wahrscheinlich. Verstehe. The official opening of the No-Torch Subway Station is today. Ah, okay. Das heißt, wahrscheinlich auch nach der Arena. The Underground is a high-speed train that connects cities around the region. Das hatten wir schon. I wish I had the ticket today. Okay, und du hier? My grandmother lives in Legend Town. Once the subway is open, she wants me to visit here every weekend. Ja, okay, das werden wir wahrscheinlich so bald noch nicht nutzen können. Wir dann benutzen, wenn wir ein paar Arenen schon bestanden haben. Puh, wollen wir es mal versuchen, wollen wir uns schon mal reinwagen. Unser Team ist jetzt noch nicht wirklich bereit, da müssen wir eigentlich noch ein bisschen Offscreen-Training machen. Aber gut, wir könnten schon mal einen ersten Kläglichtversuch starten. Das heißt nichts. In den letzten 5 Minuten des Parts gehen wir mal rein. Hallöchen. Den ersten Trainer zumindest schon mal. Oh, die Trainer. Is this your first gym challenge? You must be excited. I'm called the gym guy. He was here to deliver trips to aspiring trainers looking to conquer the Thunder League. While you are here is a normal type. Explodes. Normal types aren't super effective on any other tank, but they have very few weaknesses. Fight types make are strong here. And steel types like water barrel. Okay, barrel haben wir das. Oh, wenn das nicht so wahnsinnig unterlevelt wäre, könnte das hier gut sein. Verstehe. Ja gut, normal Arena. Freshwater. Normal Arena, das wird jetzt hier nicht so der Wahnsinn werden. Ich speichere mal kurz zwischen, bevor wir hier Scheiße bauen. Safe. 2 Stunden 31 habe ich schon gespielt. Ja. So, der erste Arena-Trainer. Ha, you think you have what it takes to beat? Now you allow me to be the judge of that. Okay, wir uns das einfach würdig sind, die Arena nicht einmal herauszufordern. Los, den Mann. Ja. Scratch. Level 8 sind die. Ah, okay. Die Trainer-Pokémon sind Level 8. Na gut, vielleicht können wir da. Das ist ein erreichbares Level. Also mein Pokémon natürlich immer noch unterlevelt, aber mit Level 11 und Level 10. Na? Vielleicht sind wir schon auf einem guten Level.
für die Arena-Leiterin. So, Feuerattacke. Ich weiß nicht, wie effektiv das hier ist. Sehr effektiv. Okay. Dann halt mit Molly. Lassen wir die anderen erstmal außen vor. Okay. Mit Molly und mit dem Pumpi, mit dem können wir erstmal kämpfen. Chindank. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. So, weiter kämpfen. Wie viele Pokémon hat der eigentlich? Sieht man das irgendwo hier? Ich kann es bisher noch nicht sehen. Ist ja auch egal. Wir besiegen sie alle. Burn. Nice. Die Brandsache. Ich hab's schon gesagt. Das ist eine gute Sache. Dass der dann weiter brennt. Noch ein Pokémon. Das ist Pokémon. Okay. Ich verbrutzte sie weiterhin. Na komm. Und zack. Noch einmal. Sehr nice. Ich versuch's mal vorsichtshalber. Mit Scratch. Was heißt vorsichtshalber? Vorsichtshalber sollte ich es nicht probieren, aber oh, es hat geholfen. Nice. This one has Potenzial. So, ich hab 180 Pokémon und geht Sieger aus dem Kampf gegen den ersten Arena-Trainer hervor. Das lief doch nicht ganz so scheiße. Na dann, der nächste bitte. Ah, und dann kommt auch gleich die Arena-Leiterin. Well, yeah, maybe first gym leader, but she used to be champion. You are still at use away from defending her. Ach so, ich bin nicht gerade davon entfernt, sie zu besiegen. Naja. Das dauert noch Lichtjahre, bis du sie besiegt hast. Bis du zu ihr kommst. Lichtjahre ist aber eine Zeit. Ist aber keine Zeit, sondern in der Abstand. Ja, das haben sie dann bei der nächsten Generation geändert. Ich weiß noch gut, wie das war. Ich glaube, man vierte Generation war das. Ich glaube, bis du zum Trainer kommst. Oh, Markus macht hier ganz gute Arbeit. Haut rein. Tackle. Tackle ist jetzt noch nicht die wunderbarste Attacke, aber es klappt. Na komm, den Birby besiegen. Ja, das gibt jetzt ein paar hübsche Erfahrungspunkte. Level 9, Level 6. Nice. Ja, super. Ich kämpfe noch weiter. Feeling. Okay, interessant. Da haben wir tatsächlich heute schon mal die Trainer besiegt und können im nächsten Part vielleicht schon mit der Arena-Leiterin anfangen. Unserem ersten gewagten Versuch starten. Dann mache ich offscreen noch mal ein bisschen Training und im nächsten Part. Oh, ich schlafe. Na toll. Na komm, ein Potion können wir uns. Können wir wagen. Das hat doch keinen Effekt, was zum Henker. Haben wir jetzt verschwendet. Full Heal. Ja, nee. Don't use. Pokémon, da wechsle ich lieber das Pokémon. Los, Molly. Switch in. Na komm, rein über den Ende. Ich mache einen kurzen Prozess. Oha, okay, ja, gut. Molly geht's auch nicht mehr so gut. Mach kurz den Prozess, Ember. Bomba, da Maximum. Maximal. Zitat Ende. Ember. So, Feeling besiegt. Miauz. Katze. So, die nächsten Trainer besiegt.
Sehr gut. Und dann geht's weiter zu Maria, der ersten einer Leiterin dieser Region im nächsten Part. Da mich noch umso durch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und man sieht's im nächsten Part. Habt dann einen guten Tag und ja, haut rein. Ciao, ciao.